Liebe, Friede und Freude im Herzen Jesu, Betrachtungen nach der heiligen Gertrud, erster Tag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einladung des Herzens Jesu. Erstens, die Herz-Jesu-Andacht ist die letzte große unserer Zeit, vorbehaltene Liebestat des Herrn für die Menschen. Eines Tages wurde der heilige Apostel Johannes, der vom Herzen Jesu so sehr geliebte Jünger, der heilige Gertrud, im Glanz einer unvergleichlichen Gloria gezeigt. Herr, sagte die Heilige zu Jesus Christus, woher kommt es, dass du mir unwürdigen Sünderin deinen vielgeliebten Jünger zeigst? Ich will, antwortete Jesus, zwischen ihm und dir eine innige Freundschaft stiften. Er soll dein Apostel sein, um dich zu lehren und zu leiten. Der heilige Johannes wandte sich hierauf zu Gertrud und sagte zu ihr, komm, Braut meines Meisters, wir wollen zusammen an der liebreichen und süßen Brust unseres Herrn ruhen. In ihr sind alle Schätze des Himmels eingeschlossen. Als nun Gertrud zu Rechten und Johannes zur Linken, das Haupt an die Brust des Herrn lehnten, sprach der Lieblingsjünger weiter. Hier ist das Allerheiligste. Hier ist der Endbegriff alles Guten im Himmel und auf der Erde. Unterdessen wurde die Seele Gertruds durch die Schläge des Herzens Jesu mit der höchsten Wonne erfüllt. Vielgeliebter Jünger des Herrn, fragte sie den heiligen Johannes, haben diese harmonischen Schläge, die meine Seele erfreuen, auch die deinige erfreut, als du während des letzten Abendmahls an der Brust des Erlösers ruhtest? Ja, ich habe sie wahrgenommen und ihre Lieblichkeit durchdrang das Innerste meiner Seele. Woher kommt es denn, dass du in deinem Evangelium die Liebesgeheimnisse des Herzens Jesu kaum erwähnt hast? Meine Aufgabe in jenen ersten Zeiten der Kirche musste sich darauf beschränken, über das göttliche Wort, den ewigen Sohn des Vaters, einige fruchtbare Worte zu sagen, welche der menschliche Verstand immer betrachten könnte, ohne deren Reichtümer je zu erschöpfen. Aber den letzten Zeiten war die Gnade vorbehalten, die beredte Stimme des Herzens Jesu zu vernehmen. Durch diese Stimme wird die gealterte Welt sich wieder verjüngen. Sie wird ihre Lauheit ablegen und die Glut der göttlichen Liebe wird sie wieder entzünden. Erwägungen. Die heilige Gertrud ist gewissermaßen die Evangelistin des göttlichen Herzens, und sie offenbart uns das menschliche Herz Jesu Christi, wie das Evangelium des heiligen Johannes uns im Heiland das göttliche Wort kennenlehrt. Diese Offenbarung der Liebe war den letzten Jahrhunderten vorbehalten, damit die treuen Seelen trotz so vieler Verheerungen und trotz des so weitreichenden Verderbnisses noch auf einen letzten Trumpf der Kirche, auf eine Zeit der Tröstung hoffen könnten. Auf eine Zeit des Wiedererwachens und Wiedererblühens, des Glaubens, der Frömmigkeit und der Liebe. Dies hat wohl der heilige Johannes vorausgesagt, an jener Stelle der geheimen Outline-Lining, Offenbarung. An jener Stelle der geheimen Offenbarung, die ein gotterleuchteter Geistesmann auf unsere Zeit angewandt hat. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgemacht, die niemand schließen kann, weil du nur wenig Tugend besitzest. Offenbarung 3,8. Wir sind schwach, aber durch das Herz Jesu werden wir stark. Durch die Liebe des Herzens Jesu werden wir über Tod und Hölle triumphieren.
Aus dem Herzen Jesu, das uns geöffnet ist, wird uns die Liebe, und aus der Liebe werden uns alle Tugenden zufließen. Denn das Herz Jesu ist der Herd der Liebe. Die Andacht zum göttlichen Herzen ist eine Andacht, deren Quelle und Prinzip die Liebe ist, die als Ziel und Zweck sowie als Mitte die Liebe hat. Diese warme, lebendige Liebe wird durch das warme, lebendige Herz Jesu Christi in uns erweckt. Er teilt uns die Bewegungen und Empfindungen seines Herzens mit, indem er den Pulsschlag, die vertrautesten Regungen seines Herzens in uns als seine Glieder hinüberleitet, nach jenem Grundsatz, der das christliche Leben regelt und beherrscht. Hoc sentite in vobis, quod et in Christo Jesu. Heget die Gesinnungen und Empfindungen Jesu Christi in euch. Diese Liebe zieht uns mit geheimnisvoller, unwiderstehlicher Kraft an sich. Der eigenen Voraussage des Erlösers gemäß. Wenn ich am Kreuz erhöht sein werde und mein Herz durch die Liebe eröffnet ist, werde ich alles, alle Herzen an mich ziehen. Johannes 12, 32. Diese Liebe endlich will mit ihren Flammen uns durchglühen, um unsere Werke und Opfer zu heiligen und alle Sünden der schuldbeladenen Welt zu sühnen, damit die Verzeihung der Maßstab der Liebe werde, wie die Liebe eins der Maßstab der Verzeihung war. Es werden ihr viele Sünden erlassen, weil sie viel geliebt hat. Lukas 7, 47. Nutzanwendung. Erstens. Vertrauen inmitten des Elends und der Bedrängnisse unserer Zeit, denn der Erlöser hat aus Mitleid mit unserer Gebrechlichkeit uns sein Herz eröffnet, worin wir jede Art Kraft und Stärkung finden. Liebe, Liebe, geben wir uns der Liebe hin. Die Andacht zum Heiligsten Herzen ist die Andacht der Liebe, die allein unsere erkaltete Zeit wieder erwärmen kann. Die Erneuerung, die kommen soll, muss durch die Liebe kommen. Und die Liebe allein wird sie ausführen. Die Andacht zum göttlichen Herzen Jesu und die Offenbarungen der heiligen Gertrud. In tiefer Demut zögerte die heilige Gertrud lange, die Offenbarungen über das göttliche Herz Jesu zu veröffentlichen. Aber der Herr bestimmte sie dazu, indem er zu ihr sprach. Ich will, dass deine Schriften für die letzten Zeiten ein Zeugnis der zärtlichen Liebe meines Herzens seien, und durch sie will ich zahlreichen Menschen Gutes erweisen. Während du schreibst, will ich dein Herz neben mein Herz halten. Und ich will darin Tropfen für Tropfen einfließen lassen, was du schreiben sollst. Sie hörte Jesus selbst folgendes Gebet verrichten. Himmlischer Vater, ich will zu deiner Ehre in Ewigkeit, dass das Herz Gertruds, die in meinem menschlichen Herzen verschlossenen Schätze über die Menschen ausgieße. Als das Buch vollendet war, erschien Jesus der heilige Gertrud und sprach zu ihr. Dieses Buch ist mein, es ist eingeprägt auf den Grund meines Herzens. Da ist jeder Buchstabe desselben mit der Liebe meines Herzens getränkt worden. Jedem Worte dieses Buches entströmt der Wohlgeruch meiner Barmherzigkeit.
Erwägungen. Die heilige Gertrud ist der Sendbote, der Herold der göttlichen Liebe. Sie war beauftragt, die rührendste Offenbarung der Liebe, das göttliche Herz Jesu, bekannt zu machen und alle Menschenherzen dem Gottesherzen zuzuführen. Diese Sendung wurde ihr vom heiligen Johannes angekündigt und vom Herzen Jesu aufgetragen. Dafür hat sie ihr Buch der Offenbarungen geschrieben. Diese ihre Aufgabe ist in ihrem äußeren und offiziellen Teil bereits vollendet durch die selige Margarete Maria Alacoque, die Tochter des heiligen Franz von Sales, eines geistlichen Sohnes der heiligen Gertrud, aus deren Werken er Nahrung schöpfte. Die gänzliche Vollendung dieser Aufgabe, der innere Ausbau ihres Werkes, scheint unserer Zeit vorbehalten zu sein. Gerade in der Schule der heiligen Gertrud ist die Herz-Jesu-Andacht leicht und gemeinfasslich, was die Lehren und Erklärungen betrifft, anziehend und voll Lieblichkeit in ihrer äußeren Form, kurz ihrem ganzen Wesen nach voll unwiderstehlicher Anziehungskraft, zum Herzen sprechend und herzgewinnend. Überall tritt uns ja die Liebe entgegen, mit der Freude und dem Frieden als ihren Früchten. Nutzanwendung. Erstens, hören wir gelehrigen und vertrauensvollen Herzens den Sendboten der göttlichen Liebe und wir wenden und wir werden aus seinen Worten die Gnade ziehen, die das göttliche Herz an dieselben geknüpft hat, die Gnade der Liebe. Zweitens, nehmen wir uns vor, die heilige Gertrud getreulich nachzuahmen in dem, was sie für das Herz Jesu getan hat, denn sie wiederholt sehr oft, dass wir durch dieses Mittel dieselben Gnaden wie sie zum Lohn empfangen werden. Das Gleiche tat Jesus mit dem Buch der Offenbarung der heiligen Mechthild. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.